würde ich sagen, beginnen wir. Wir hatten typischerweise diskutieren wir gewisse Aktien, die wir kaufen wollen. Und bis jetzt waren das immer Ideen, die eingeführt worden sind. In Zwischenzeit haben wir aber beschlossen, ein Wikifolio zu starten. Uwe hat die Idee eingebracht, von Peter und von mir freudig aufgenommen. Und die erste Aktie, die war Comet. Da haben wir sogar ein bisschen speziell gutes Wissen dankbar aufgenommen. Das wird heute übrigens aufgeschaltet bei den Premium-Nutzern. Oder nein, noch nicht heute, nächste Woche dann aufgeschaltet, dass wir das gekauft haben. Und jetzt ist die Frage, welche weitere Aktie sollen wir kaufen? Wir haben uns eingeschränkt auf das SPI, den Swiss Performance Index, von den Aktien her. Wir wollen also nur Aktien aus der Schweiz anschauen. Und im Vorfeld sind bereits ein paar E-Mails hin und her gegangen und es standen ein paar Aktien zur Debatte. Uwe, vielleicht übergebe ich dir kurz das Wort, weil du hast das ein bisschen geleitet und auch initiiert, bezüglich den Aktien, die wir jetzt heute anschauen wollen. Genau, es gab also, sage ich mal, das Schweizer Aktienuniversum, was im SPI repräsentiert ist. Das sind ja mehrere hundert Aktien, ich glaube 300 in der Größenordnung. Und wir haben uns auf verschiedene Filteralternativen mal eingelassen. Wir haben nach Obermatt-Kriterien gefiltert. Peter der Erste in dem Fall, Solange's nicht der Große ist. Peter der Große von mir aus auch, ja. Peter ist ein großer Dividendentitelfan, glaube, das kann man so sagen. Wegen der Deswegen hat Altersvorsorge. Peter. Also Peter 2 auch. Peter 2 auch ist auch ein Dividendenex. Okay, genau. Und da gab es also eine andere Eingrenzung. Dann habe ich mal ein paar Minuten Zeit investiert, habe versucht, eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Mengen herauszufiltern. Da gab es dann eine kleinere Anzahl von Aktien, die wir heute vielleicht beschließen könnten zu kaufen im Wikifolio. Und langer Rede, kurzer Sinn. Luigi, du hast dann ja auch noch Anregungen eingebracht gestern in die Diskussion. Langer Rede, kurzer Sinn. Es sind für unsere heutige Diskussion, für einen Teil der heutigen Diskussion letztendlich vier Titel übrig geblieben. Das sind zwei Versicherungsaktien, wobei mein Vorschlag da wäre, nicht beide zu erwerben für den Augenblick. Später kann das schon mal so sein, aber bisher haben wir ja nur einen Titel im Portfolio und da sollten wir am Anfang ein bisschen auf eine Diversifikation achten. Also wir sollten uns heute auf eine dieser beiden Versicherungen einigen. Zur Debatte stehen die Zürich-Versicherung. Oder als Alternative dazu die Helvetia. Der zweite Titel, den ich gerne heute diskutieren würde mit euch, wäre Logistikunternehmen Kühne und Nagel. Und der dritte Titel, ein Unternehmen, was ich ganz ehrlich gesagt bis vor 3 Wochen nicht kannte, ein Marktexpansionsdienstleister, wie es in der Wikipedia steht. Vor allen Dingen zwischen Europa und Asien, nach meinem Verständnis, die DKSH. Ja, das wären die drei Titel, also beziehungsweise vier, wenn wir die zwei Versicherungen als Alternative betrachten, über die ich gern mit euch oder über die wir nach meinem Vorschlag heute vielleicht die ersten 20 Minuten oder so diskutieren sollten. Und dann, wenn wir es beschließen oder einen Teil davon beschließen, würde ich dann die Kauforders heute ausführen. Vielleicht noch, Uwe, wir gehen entlang der, also Obermatt ist ja diese Datenbank mit den Rängen und wir wollen uns eigentlich an den Obermatt-Rängen orientieren, damit wir dann auch eine Art Benchmark haben, also was uns erlaubt zu beurteilen, wenn man sich nach Obermatt orientiert, wie gut benchmarken wir gegen den Markt und gegen andere Indizes. Ist das korrekt? Ganz genau. Also das Wikifolio ist letztendlich, soll nicht unsere, sagen wir, nicht nur unsere persönlichen Präferenzen reflektieren, sondern es soll im Prinzip ein Schaufenster sozusagen in die Obermatt-Methode hinein sein, wo wir also einfach aufzeigen wollen, wie gut die Obermatt-Methode in der Auswahl von Value-Titeln funktioniert.